Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist schon etwas lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Aber in diesem Video soll erstmal ein Jahresrückblick für dieses Jahr erstmal sein. Denn es hat sich auch in diesem Jahr für mich auch einiges getan, auch privat auch und auch beruflich. Hat sich da einiges getan bei mir, weswegen ich auch in der letzten Zeit auch nicht so viele Videos geschafft habe zu machen auch, was ihr wahrscheinlich auch gesehen habt. Und trotzdem bin ich für die Leute auch dankbar, die trotzdem an Bord geblieben sind und sich trotzdem die Videos von mir auch angeschaut haben. Schon mal an der Stelle schon mal vielen Dank an euch. Nun, was hat sich bei mir so getan in diesem Jahr? Nun, ich habe die Ausbildung abgeschlossen als Maschinenanlagenführer mit dem Schwerpunkt Metall- und Kunststofftechnik. Habe ich erfolgreich abgeschlossen, wurde dann leider nicht so wirklich übernommen vom Ausbildungsbetrieb. Da gab es jetzt aber auch ein paar kleine Probleme, würde ich mal sagen. Kleine Problemchen damit, aber da gehe ich jetzt eher nicht drauf ein. Das soll jetzt auch erstmal auch das Ganze bisschen geheim bleiben. Hat jetzt auch hier nichts verloren, auch wenn ich habe aber dann dennoch eine neue Arbeitsstelle gefunden, dann auch. Und bin jetzt auch soweit zufrieden mit der neuen Arbeitsstelle. Ich bin da jetzt auch gut angekommen bei der neuen Arbeitsstelle. Und ja, das ist schon mal das Berufliche. Privat hat sich bei mir auch einiges getan in diesem Jahr. Denn ich bin jetzt mittlerweile, wie ihr es jetzt hier auch ein bisschen im Hintergrund seht, in einer neuen Umgebung hier. Bin dann auch ein bisschen umgezogen, aber den genauen Standort werde ich hier jetzt auch nicht sagen, wo ich jetzt genau umgezogen bin. Aber solange ihr jetzt auch das wissen solltet, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr hoffentlich etwas mehr aktiver werden kann. Auch, dass ich hier auch auf YouTube mehr aktiver werden kann nächstes Jahr. Das hoffe ich dann zumindest. Eines kann ich euch schon mal ein bisschen sagen. Es kommt darauf an, ob ich dann von der Zeit her das auch schaffe. Da jetzt bei dem aktuellen Betrieb, wo ich jetzt bin, ein Zweischicht ist. Gibt. Also einmal eine Frühschicht und dann eine Spätschicht. Die Frühschicht geht da einmal von 6 bis 2 Uhr, immer von Montag bis Freitag. Da könnte ich es in dem Fall schaffen, mal am Freitag nach der Arbeit mal, halt mal zu machen was von der Zeit her. Da könnte ich es vielleicht auch schaffen, aber von der Spätschicht her, von 2 bis 10 Uhr, immer, da wird schon etwas schwieriger. Klar, könnte ich zwar am Vormittag machen, aber da wird es wahrscheinlich auch, denke ich, müsste ich mal schauen, ob ich es hinkriege. Von der Zeit her. Nun, rückblickend von dem Jahr war es dennoch ein schönes Jahr, auch wenn sich einiges getan hat. Sowohl beruflich und auch privat bei mir. Nun ja, für das nächstes Jahr, was für Ziele nehme ich mir da? Da würde ich sagen, müsste ich mal schauen, ob ich schaffe, vielleicht 2 Videos zu machen pro Woche, vielleicht am Freitag und Sonntag jeweils um 2 Uhr. Müsste ich mal schauen. Ansonsten bleibt es vielleicht beim alten Konzept. Einmal in der Woche, am Sonntag um 2, falls ich es dann schaffen werde. Bis dahin ein Video soweit auch fertig gemacht
zu haben. Aber ansonsten, ja, für den Abonnentenzahl würde ich doch dennoch vielleicht für euch auch ein bisschen mehr, von euch auch ein bisschen mehr Feedback wünschen, in den Kommentaren dann auch jeweils, um ein bisschen mehr Feedback zu bekommen, sodass ihr auch sagt, okay, da und da kann ich mich noch verbessern. Sei es eine Belichtung, Ton, Kamerastellung, sowas immer halt, was das betrifft. Das wäre es ja eigentlich schon mit diesem kleinen Video auch für den Jahresrückblick. Ich hoffe, dass es für mich dieses Jahr genauso gut erfolgreich wird, auch beruflich und auch privat, dass da einiges auch wieder sich wieder ruhiger wird. Dann wünsche ich euch dann ein frohes neues Jahr und ich verbringe bei mir das neue Jahr bei der Familie. Dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr und bleibt gesund alle und ciao.